Gleich nachdem die Sinnoh-Remakes Strahlender Diamant und Leuchtende Perle angekündigt wurden, wurde gleich die nächste Bombe gedroppt, nämlich ein Sinnoh-Remake. Pokémon-Legenden Arceus wird das erste Open-World-Action-RPG der Pokémon-Reihe, soll Anfang 2022 erscheinen und die nächste große Ära des Pokémon-Franchises einläuten. Und in diesem Video werden wir nochmal gemeinsam einen Blick auf alle bisherigen Infos zu dem Spiel und das gezeigte Trailermaterial werfen. Los geht's! Ein paar Infos erstmal vorweg. Während die Diamant und Pearl Remakes diesmal nicht von Game Freak, sondern von Ilka entwickelt werden, wird Pokémon Legenden voll und ganz im Hause Game Freak entwickelt. Es wird dabei storytechnisch lange vor den eigentlichen Sinnoh-Teilen spielen, in einer Zeit, in der es den Begriff Pokémon-Trainer noch nicht mal gab. Das spiegelt sich auch gleich in einigen Designs wieder, wie zum Beispiel in diesen antiken Pokébällen. Fun Fact an der Stelle, diese alten Pokébälle ähneln sehr den Pokébällen, die der junge Professor Eich in dem Celebi-Film damals benutzt hat. Die Hauptaufgabe des Spielers soll es dabei sein, den ersten Pokédex dieser Region zu erstellen und ihn zu vervollständigen. Werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf den Trailer. In der Eröffnungssequenz werden wir von einer Erzählerstimme an einen Schreibtisch mit einigen Skizzenbüchern darauf geführt. Daneben sehen wir die eben angesprochenen alten Pokéball-Modelle, welche anscheinend aus einer Art Holz hergestellt werden. In dem Skizzenbuch wird kurz die Stadt vorgestellt, welche später vermutlich als Stützpunkt dienen wird, und anhand einiger sehr stilistischen Zeichnungen erklärt, dass die Pokémon der Region allesamt frei umherziehen. Ich muss gestehen, dass ich hoffe, dass man den Pokédex in einem ähnlichen Stil anfertigen wird, mit diesen Zeichnungen und handschriftlichen Notizen. Das würde super gut ins Setting passen und ich kann es mir eigentlich auch sehr gut vorstellen. Die letzte Zeichnung ist die eines riesigen Berges, vermutlich der Kraterberg, welche dann nahtlos in erste Gameplay-Aufnahmen übergeht. Und das ist sie also, die neue Ära der Pokémon-Spiele. Man kann definitiv nicht leugnen, dass sie sich hierfür ein Beispiel an Breath of the Wild genommen haben, was nichts Schlechtes ist. Aber allein diese Opening-Sequenz schreit einfach Breath of the Wild. Ein weiterer Kameraschwenk zeigt uns die weiten Felder des altertümlichen Sinnohs. Und hier fiel mir das erste Mal etwas an der Optik auf, das sich noch durch weitere Stellen des Trailers ziehen wird. Es ähnelt nämlich stark dem Cell-Shading-Look aus Breath of the Wild, aber so als hätte man vorher noch einen viel zu starken Schärfefilter drauf geklatscht, was besonders bei den Blättern der Bäume auffällt. Noch merkwürdiger wird es dann, wenn wir das erste Mal diese wilden Plinfer sehen. Das Gras sieht nämlich wirklich eigenartig aus und erinnert mich schon fast eher an den Grafikstil von Mystery Dungeon DX. Auch die fehlende Gischt des Wassers am Strand beweist, dass es sich noch um einen recht frühen Entwicklungsstand des Spiels handelt und uns erstmal einen groben Eindruck des Gesamtkonzepts geben soll. Die Bidiza in den Blumenfeldern sehen wiederum wirklich schön aus und bringen besonders die dynamischen Licht- und Schattenverhältnisse zur Geltung, auch wenn der Hintergrund wieder etwas unter diesem Schärfefilter zu leiden scheint. Von der Stadt sieht man bis auf zwei Häuser und ein großes Eingangstor leider nicht ganz so viel. Dafür bekommen wir allerdings einen Blick auf die neuen Outfits der Charaktere, welche sehr stimmig gestaltet wurden, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ein paar Outlines dem Ganzen noch sehr gut tun würden. Doch hier ist mir eine Sache aufgefallen, die ich sehr interessant finde. Das Symbol auf dem linken Arm der Protagonistin scheint eine wichtige Rolle in diesem Spiel zu spielen, da man es auch noch auf anderen Objekten sieht, und vermutlich handelt es sich dabei um das Symbol eines Clans oder einer bestimmten Gruppierung. Aber erinnert euch das Symbol nicht auch sehr stark an das Logo von Team Galactic? Werden wir in diesem Spiel vielleicht auch etwas zur Vorgeschichte von Cyrus und Team Galactic erfahren? Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Nun, wo die Charaktere vorgestellt sind, bekommen wir auch das erste Mal richtiges Gameplay und das Gras sieht in dieser Szene bedeutend besser aus. Wir sehen, wie der Spieler sich an zwei wilde Shinooks anschleicht und mit dem Pokéball selbstständig auf das Pokémon zielen und werfen muss. Alles komplett ohne Unterbrechung oder Szenenwechsel. Ein nahtloser Übergang. Genauso ist es bei dem gezeigten Kampf-Footage. Es gibt keinen Übergang in einen Kampfbildschirm mit vorgefertigtem Hintergrund, wie wir es jahrelang gewohnt waren. Die Pokémon kämpfen direkt an Ort und Stelle. Auch interessant ist, dass der Charakter selbst verschiedene Bewegungsmöglichkeiten hat, wie das Schleichen, um sich unbemerkt an Pokémon anzupirschen, und sogar Dodge Rolls, was mir ein bisschen Angst macht. Bedeutet das, dass andere Pokémon den Trainer angreifen können? In diesen Szenen machen sich dann aber leider auch gleichzeitig massive Framerate-Probleme bereit,
Besonders dieses Klingbling sieht aus, als würde es sich mit einem FPS bewegen. Natürlich muss man dazu sagen, dass es noch eine ganze Weile hin ist, bis Legends erscheint und dass sie dementsprechend noch viel Zeit haben, das zu fixen. Denn so werden sie das sicherlich nicht auf den Markt werfen. Auch wenn die Kämpfe mittlerweile nahtlos übergehen, wird nach wie vor ein rundenbasiertes Kampfsystem genutzt. Und wir sehen das erste Mal das neue HUD. In der Hinsicht scheinen sich die Spiele der Reihe treu zu bleiben. Eine weitere große Überraschung ist die Starterwahl. Denn statt komplett neuen Pokémon oder wie gewohnt drei Pokémon derselben Generation, sind die Starter in diesem Spiel Feuriegel aus Johto, Bautz aus Alola und Otaro aus Einal. Das ist ebenfalls ein sehr interessanter Umschwung, aber auf der anderen Seite passen die drei auch wirklich gut in das Setting des Spiels. Im Hintergrund sehen wir dann etwas, das wie das Büro eines Präsidenten oder Bürgermeisters aussieht, und auf den Flaggen dort erkennen wir nochmal dasselbe Symbol, was auch auf der Kleidung des Protagonisten erkennbar ist. Es sind jedoch auch abseits des Trailers einige Bilder geleakt worden, die weitere neue Features zeigen. Leider ist die Auflösung hierbei zu schlecht, um genau auszumachen, um was es sich dabei handelt, doch man scheint Berge erklimmen, auf Pokémon reiten und sogar in gewisser Weise fliegen zu können. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ist das Reit-Pokémon ein Kronjuwild und das Flug-Pokémon ein Kramor. Gibt es auch hier so etwas wie das Kramor-Taxi, damit man sich von A nach B warpen kann? Ich vermute jedoch, dass man hier nicht einfach frei herumfliegen kann, das würde die anderen beiden Features nämlich ein bisschen nutzlos machen, sondern dass es eine Art Warp-Feature ist, um schnell von A nach B zu kommen, als Schnellreise quasi. Sicherlich werden wir zu diesen Features mehr im nächsten Update zu Pokémon Legends erfahren, doch bis es soweit ist, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von Pokémon Legends? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, um bezüglich dieser neuen Spiele immer auf dem Laufenden zu bleiben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.